Das ist das, wie ich finde, das originellste Kostüm heute beim Christopher Street Day. Haben Sie lange dafür gebraucht, um sich das auszusuchen? Ja. Ja, hat auch ein bisschen länger gedauert, ne? 8 Jahre. Acht Jahre hat es gedauert. Wie ist denn das jetzt, das Gefühl, heute einer der Village People zu sein, heute hier beim Christopher Street Day? Großartig. Haben Sie schon einen Ihrer Kollegen auch getroffen? Ja, rechts neben mir. Ja? Ist es einer Ihrer Kollegen? Aber da gehören ja noch der Bauarbeiter und so dazu. Haben Sie schon Bauarbeiter gesehen? Nee. Nee? Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit dabei. Das Sat.1 Magazin mit Nicole Kimmer. Hallo und guten Abend. Ein Butler am Rande des Nervenzusammenbruchs. Schon in der Probezeit geht Ulrich mit seinem Chef auf Reisen. Klingt erstmal nicht weiter schlimm, aber dieser Chef ist Prinz Markus und der verlangt Urlaub? Gerne. Aber wie weit komme ich mit 100 Euro im Ausland? Genau das wollen wir wissen und haben es gewagt, unseren Reporter Topias Kran mit nur 100 Euro Taschengeld nach Bulgarien zu schicken. Seine Aufgabe? So lange und so günstig wie möglich über die Runden zu kommen. Und da hat er am Goldstrand einiges erlebt. Das war's von uns für heute. Gleich die Sat.1 Nachrichten mit Katja Losch. Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Tschüss, machen Sie es gut. Und herzlich willkommen zu hamburg.de live dabei. Dieses kleine rote, runde Etwas, was Sie hier an meinem Fußende sehen, ist natürlich unschwer zu erkennen, ein Fußball. Und darum dreht es sich heute hier in der schönsten Stadt der Welt. Heute ist Tag der Legenden. Heute wird gekickt für einen guten Zweck hier im Millerntor-Stadion. Uwe Seeler ist mit dabei, Lothar Matthäus, Thomas Helmer und viele, viele mehr. Und was die nach so vielen Jahren Fußballabstinenz noch so drauf haben, das sehen Sie jetzt. Wie sind denn die Spieler jetzt so drauf? Sind sie alle hochmotiviert? Ja, wir haben die Eierspeisen mal ein bisschen runtergefahren. Das haben wir vom letzten Jahr gelernt. Okay. Da war dann zu viel Rührei unterwegs, lag ein bisschen belastend gerade bei der Weltauswahl im Magen. Heute war Müsli-Verabreichung, keine weiteren Drogen mehr. Und ich denke, das wird heute ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Und da wurde auch genau hingeguckt, ja, was gegessen wurde? Ja, der Ernährungsplan ist uns hart aufgegeben worden und wir haben uns dran gehalten. Es war gewünscht und vom Trainer Rudi Völler und vom anderen Trainer Helmut Schulte. Was jetzt aber in der Kabine abgeht, das weiß ich noch nicht. Aber das sehen wir da bestimmt gleich. Also wir sehen ja dann auf dem Platz, was so abging. Ja, in der Kabine. Ja, wichtig ist immer auf dem Platz, ne? Ja, jo, entscheidend auf dem Platz. Moin Moin und herzlich willkommen zu den hamburg.de Wochenendtipps. Dieses Wochenende ist wieder alles mit dabei. Sport, Show, Party, aber es wird in Hamburg auch klimatechnisch mit und umgedacht. Und auch auf dem Wasser wird es dann am Samstag und Sonntag sportlich, denn es heißt wieder Are You Ready? Attention, Go! Beim Drachenboot-Festival Enter the Dragon 2009. Mit Verteidigung kennen die drei Jungs sich auch gut aus. Die drei Fragezeichen, die bei ihren Abenteuern ja auch immer wieder in die verzwicktesten Situationen geraten. Die allerneuesten, die stellen sie jetzt am Samstag im Übrigen. Frankfurt aus Gisch! Das Ganze heute ja in Zusammenarbeit mit O2. Und herzlichen Glückwunsch, hier ist das Handy. 1000 Euro. Die Feldbergschule Oberhausen! Herzlichen Glückwunsch, die Freude ist groß. Ja. Zwei gleich, zwei gleich Partys, zwei, genau. Zwei Uni-Partys. Ja, geht ja bekanntlich immer richtig der Punk ab. Und für die Studenten, ne? Flippen alle aus, ne? Ja, flippen alle aus. Und da gibt es ganz viele Single. Und da können sich ja die Leute kennenlernen halt, oder nicht? Ja. Ich mag es nicht sagen, ich weiß, du magst das Wort nicht. Frischfleisch. Frischfleisch. Ja, nein. Frischfleisch. Ja. Gehst du hin, ne? Da gehe ich? Ja, ja, ich gehe auch Vielleicht hin. Vielleicht kriegt man auch so eine Single-Nummer oder so. Das wäre schön. Ne?
There you go. Hallo bei There You Go TV. Wir sind heute unterwegs für einen guten Zweck, beziehungsweise wir wurden eingeladen von Steffen Hensler und Janine Reinhardt. Denn heute wird Geld gesammelt für die Aktion Schulen für Haiti. Es haben sich auch richtig, richtig viele Promis angekündigt. Marcel Janssen, Piotr Trochowski, Alexandra Kamp, Revolverheld. Ich bin gespannt und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie viel Kohle zusammenkommt. Wir schauen uns das mal an. Los geht's. Okay, heute am There You Go TV im UNO bei Steffen Hensler. So sieht's aus, den habe ich jetzt auch gerade zu mir geholt. Ich freue mich sehr. Er hat sehr fettige Hände, aber das macht nichts. Fettige Hände, das ist fettige Haare, oder? Ja. Du, warte, ich weiß es nicht. Na, ist alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. Und deshalb sind wir auch heute gar nicht hier. Ja. Wir sind ja heute hier, weil du für einen guten Zweck aufrufst, sage ich jetzt mal. Hand in Hand, Kindern eine Zukunft schenken, heißt das Ganze. Aber ich denke, du weißt mehr darüber zu sagen als ich. Ja, das Entscheidende, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, dass sie gesagt hat, wir haben uns kennengelernt. Wir sind ja heute hier für einen guten Zweck im UNO bei Steffen Hensler. Und mit dabei ist natürlich die Janine Reinhardt. Und ich werde jetzt nicht wieder sagen, sie ist die Initiatorin, weil das klingt nämlich altbacken, da haben wir schon geklärt. Weil ich dann aussehe vielleicht auch, vielleicht sehe ich auch so aus wie 50. Ich glaube, nach dieser Veranstaltung sehe ich aus wie 50. Nein, alles gut, alles gut.